Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal hier. Und ja, ich wünsche euch mal noch frohes Neues, auch wenn das schon ja, sehr, sehr spät ist. Ich meine, wir haben heute den 5. 5 Tage des Jahres schon rum. Was habe ich gemacht? Viel. Und zwar habe ich das hier alles wunderschön aufgebaut. Das ist der Trockner. Der Trockner stand, da kommt man in den Raum rein. Der Trockner stand halt hier neben der Waschmaschine. Da, wo die Steckdose ist, stand die. Und ja, auf diesem Podest, um halt die Geräusche zu dämpfen, haben wir das gebaut gehabt, beziehungsweise mein Vater. Jetzt ist es allerdings so, beziehungsweise es war so, dass die Waschmaschine dann auf dem Boden stand und der Trockner auf diesem Podest. Wir haben jetzt quasi die Waschmaschine auf das Podest gestellt und den Trockner da hinten in die Ecke gestellt. Da habe ich da so eine kleine Werkbank, mache mir meinen Schraubstock mache ich mir da drauf. Grund dafür, also der Kühlschrank hier, der kommt natürlich dann hier neben. Da bin ich gerade bei Steckdosen noch zu machen. Dann kommt hier dieser wunderschöne Schrank. Da hatte ich noch ein Stück Arbeitsplatte. Passt genau auf den Unterschrank hier. Und der passt genau dazwischen. Den werde ich da reinpacken. Ja, Grund dafür ist halt, hier drunter wohnt meine Mieterin. Und genau da, wo der Trockner und Waschmaschine steht, beziehungsweise jetzt nur noch die Waschmaschine steht, ja, ist genau die Wand zwischen Küche und ihrem Schlafzimmer. Und wenn man dann morgens mal ein bisschen früher, ich finde 8 Uhr, um einen Trockner anzustellen, jetzt nicht früh. Okay. Kann man aber sich drüber streiten. Deshalb werde ich oder habe ich den Trockner jetzt da hinten hingestellt, weil da, wo der Trockner jetzt steht, beziehungsweise da drunter, ist ihr Badezimmer und da ist es halt, da schläft man halt nicht. Deshalb würde ich sagen, testen wir das, ob das funktioniert, ob sie da jetzt sowas von hört. Deswegen haben wir auch hier jetzt unter die Waschmaschine noch dieses Podest gestellt. Das ist wirklich, das ist Gummi, dann kommt Podest, dann kommt Gummi, dann kommt eine Holzplatte und dann kommt nochmal Gummi und dann kommt erst die Waschmaschine. Also das Ding ist drei, also die Waschmaschine ist jetzt dreifach gegummit. Gegummit? Ja, sind drei Lagen Gummi in verschiedenen. Ja. Sollte auf jeden Fall einiges an Stößen abdämpfen. Ich habe noch meinen dritten Bildschirm an meinem Schreibtisch hinten aufgebaut. Ich glaube, ich habe da auch ein bisschen was aufgenommen. Kann ich vielleicht kurz mal einblenden. Funktioniert jetzt auch soweit. Ich hatte erst das Problem, dass ich kein passendes Kabel dafür hatte. Sprich, ich brauchte ein Displayport auf HDMI oder DVI, VGA, wie auch immer. Ich habe mir jetzt ein Displayport auf HDMI-Kabel gekauft. Weiß nicht, bei Amazon irgendwie 9,99 oder sowas. Kam dann auch 2 Tage später angeschlossen, funktioniert. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen auf Instagram, wenn ihr mir da folgt, könnt ihr mal machen. Ja, soweit war es das erstmal. Genau, was ich noch gemacht habe, also ich habe gestern hier komplett aufgeräumt, davor habe ich gechillt, davor habe ich Nebenkosten, also Betriebskostenabrechnung, schon mal soweit fertig gemacht. Jetzt warte ich allerdings noch auf die Wasserrechnung, damit ich die komplett fertig machen kann. Dann wollen wir mal sehen, ob ich, ja, ich werde zurückzahlen an meine Mieterin. Aber ich bin mal gespannt, wie viel ich ihr wieder zurückzahlen muss. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, das war es erstmal von dem Moment. Nein, soweit ist eigentlich alles jetzt fertig. Achso, mal eben, Moment. Mal eben noch die Lampe wieder da hinten reindrehen. So, das machen wir mal eben schnell zusammen. So, ja, eigentlich müsste ich jetzt nur noch hier vorne. Der kann aus. So. Nee, ich muss die Platte hier noch, die ist noch nicht feste, die muss ich noch eben festschrauben. Und hier eben die Sachen wieder vernünftig hinstellen. Ich glaube, das zeige ich euch. Oh, dort nehme ich euch mal eben mit. Schön. Letzte Werkzeug und der Schrank.
Das werde ich jetzt noch eben schnell verschrauben. Ach, toll, ihr steht auf den Schrauben drauf. Nehme ich die andere. Das war eigentlich Gipskartonschrauben, aber naja. Natürlich jetzt noch irgendwie hinten im Winkel festmachen, aber das langt erstmal. So, dasselbe muss ich jetzt da auch noch machen. Hier ist perfekt. Hier seht ihr mich. Achso, ja genau. Hier habe ich hinten eine Steckdose reingemacht für den Trockner. Der ist hier hinter. Und ich habe eine zweite Steckdose hier. Eine für, ja, wenn man mal hier mit der Werkbank irgendwas macht, ne, mit dem Schraubstock oder so. Beziehungsweise eine für die Kamera. Wobei das auch noch nicht so endgültig ist, aber schon mal etwas. Akkuschrauber. Schrauben. Läuft. Dann brauchen wir noch Winkel, fixieren, fertig. So, wo meine Ecke? Ja, ich glaube zwei Winkel, einer rechts, einer links reicht. So, ist hier auch sicher. Ja, ganz genau. Ihr seht schon an meiner Kleidung, dass es jetzt der Tag später ist. Wir haben heute den 6.1. Ja, ich muss jetzt noch auf den Geburtstag. Und ja, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 14 Uhr. Oh, 14 Uhr, ich habe schon ein Video schneiden und dann ab dahin. Ganz genau, so sieht das aus. Das war es eigentlich soweit von diesem Video. Ihr seht ja da hinten, ne? Oder habt ihr ja gesehen, wie ich das da fertig gemacht habe. Können wir mal eben schnell den Trockner noch anschmeißen. So, ist ein bisschen lauter geworden. Der Trockner läuft jetzt 2 Stunden 45. Wie so um 4:45 fertig. Läuft. Gut, das war es eigentlich soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde das jetzt als Part 1 deklarieren, denn ich bin hier noch nicht fertig. Dieser wunderschöne Balken hier wird bald, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade sehen könnt auf der Kamera, hier an dem Pfosten, an dem Stützpfeiler getrennt, bis hinten zur Hauswand getrennt. Und dann wird das ganze Dach angehoben und halt diese komische Fläche, weil ihr seht ja, komme ich nicht weiter, wird halt alles größer gemacht. Ja, und durch dieses größer machen, kriege ich natürlich auch viel mehr Platz hier rein und kann das dann hier schön nutzen. Hier wird dann irgendwann mal eventuell hier noch so eine Wand reingezogen. Also ungefähr so, ja, von, also hier kommt eine Tür hin, hier so irgendwie. Dann mache ich hier jetzt an dem Balken eine Wand hin, die dann ungefähr so bis hier hingeht, dass ich hier dann im Prinzip so einen kleinen Raum habe und so eine Art Wäscheküche. Wo dann halt Trockner und ja, eventuell nochmal so ein Schrank und halt die Waschmaschine steht, aber da müssen wir dann noch Rohrleitung legen und all so ein Scheiß, aber das dauert alles noch. Das kann auch sein, dass es erst in 3 Jahren oder so kommt. Aber ich werde das trotzdem als Part 1 deklarieren, weil das hier schon mal so der erste Schritt in Anführungsstrichen ist. So, das war's aber. Ich will euch nicht weiter nerven. Das Video ist schon lang genug, denke ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.